Joho Leute, ich möchte euch mal ein bisschen unsere schöne Minecraft-Welt hier letzt schauen. Hier seht ihr, naja, unsere kann ich nicht sagen. Summers schöne Kirche. Ja, auch wenn man da reinkommt, oben ein Holzgebilde. Was noch fehlt, ist eine Orgel. Das haben wir noch nicht gebaut. Wir haben hier sogar links ein kleines Taufbecken. Ja, und rechts ein noch nicht definiertes Lavabecken. Ja, das hat noch keine bestimmte Bedeutung. Die Kirche hat jetzt auch keinen speziellen Rang, ist aber ein schönes Gebäude. Und darunter natürlich standesgemäß auch die Familiengräber, die noch unbestimmt sind. Wo hier auch genug Platz ist eigentlich für alle. Ja, das wollte ich euch auch mal eben zeigen. Gleich mache ich weiter mit unserer Stadt. So, hier bin ich wieder in der Stadt. Hier ist nämlich unser Kaminberatungsbereich, der eher zur Mülleinlagerung gedacht ist. Hier ist unsere Bank. In der Bank gibt es, wie ihr da oben seht, Lagertruhen, wo jeder was einlagern kann. Das mache ich und das haben wir immer zusammen, wenn jemand ein Problem hat. Was hier ist, mein Keller von meinem Haus, was nicht komplett ist. Uah. Okay. Man sollte nicht in einem rübergehen. Das wurde nicht weiter ausgebaut, seitdem wir das gebaut haben. Also seitdem ich das gebaut habe, bisher in meinem Haus. Mann, jetzt bin ich schon wieder im Keller. Hier ist unsere neu erbaute Mine, die gibt es noch nicht so lange. Die zeige ich euch am Ende nochmal. Ja, hier ist unser Rathaus, was jetzt auch nur zur Zierde ist, wo unten drin im Keller sich ein Jail befindet, ein Gefängnis. Ich bin jetzt Admin, deswegen kann ich mir auch Sachen geben. Das können die meisten anderen nicht, weil dann sowas wie da hinten passiert. Das Haus wurde weggesprengt und das auch. Ja, und hier ist unser House of Law. Da stehen die Regeln auf Deutsch und auf Englisch, auch mehr nicht. Ja, zeige ich euch doch mal die Bank von innen. Schwupps, sind wir in die Bank geworbt. Hier kann, wenn jemand rein möchte, die Tür geöffnet werden, für innen und für außen. Das hier ist auch mehr oder weniger nur zur Zierde, weil hier nur die Admins sich reinwerben können. Hier oben stehen die schönen Kisten mit Kontonummer. Hier. Und oben kommen die wichtigeren Kisten. Das sind nämlich nur die Admin-Kisten, wo sich Gold und so drin findet. Das hier ist jetzt nicht gecheatet, das haben wir alles selbst ersammelt im Untergrund. Ja, haben wir die Bank auch hinter uns und gehen wir mal nach draußen. So, dann sind wir wieder außerhalb, eben hier hingeworbt und dann zeige ich euch mal den Untergrund. 3, 2, 8, so. Geht es erstmal ziemlich weit und lange rein, dann geht es nicht mehr weiter und durch einen noch längeren Tunnel bis weiter in unsere Mine rein, wo ich jetzt gerade gestorben bin. Willkommen zurück nach einem kleinen Minecraft-Crash. Hier seht ihr, ich habe mich jetzt hierhin teleportiert, nachdem ich gestorben bin. Und ja, da rollt die ganze Zeit noch ein Zug rauf und runter, ein Minecart. Hier hinten ist weiter eigentlich nichts Besonderes. Hier sind ein paar Nebengänge und so. Ich habe aber eher noch ein paar andere Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Dafür warpen wir uns mal nach 2011. Wo ein schönes 2011 aus purem Gold auf euch wartet. Ja, von hier oben kann man das nicht noch besser erkennen. Schade aber auch. Ja, Ton habe ich jetzt gemutet.
Hier seht ihr nochmal 2011. Und wir haben auch noch was viel Besseres. Das hat irgendjemand Fremdes, nein, nicht Fremdes, aber das hat irgendjemand von unseren Nutzern nachts einfach so erstellt. Auf den Server könnt ihr nicht kommen, der ist privat. Wie ihr seht, lädt das nicht vollständig. Da, I love you. Und da noch ein schönes Herz. Gehen wir mal dahin. So. Sehen wir hier noch ein was anderes. Da müssen wir da oben hin jumpen. Das werdet ihr gleich sehen. So. Knuddeln. Ja, das wurde aus Langeweile erstellt. Wie so üblich bei Minecraft. Und bevor es jetzt wieder crasht, sage ich schon mal Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns.